Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Imatics. Mein Name ist Ingolf Bob Kohlweiß und heute wollen wir uns der Beinarbeit widmen. Die Beinarbeit gibt uns die Möglichkeit, den Abstand zum Gegner zu beeinflussen, näher ran, um zu treffen oder weiter weg, um nicht getroffen zu werden. Seitlich hinaus, um den Konflikt aus einem neuen Winkel zu starten. Wir wollen die Beinarbeit zuerst anhand von modernen Begriffen in Teilaspekte zerlegen, um diese dann später zu Schritten und Schrittmustern zu kombinieren. Begriffe für die Bewegungsbeschreibung, Translation und Rotation. Auch wenn diese in der fechterischen Realität meist miteinander verschmolzen auftreten, so ist es am Anfang zum Erlernen sinnvoll, sie isoliert zu betrachten, um sie dann später wieder zu kombinieren und zu verschmelzen. Unter Translation versteht man Verschiebungen eines Körpers in der horizontalen oder in der vertikalen. Für uns sind in der horizontalen vier Hauptrichtungen relevant: nach vor, zurück, nach links oder nach rechts. Eine Kombination dieser vier ergibt vier Nebenrichtungen: schräg nach vor und schräg zurück, links und rechts. Hinzu kommen vertikale Verschiebungen, das sind ein Anheben oder Absenken des Körpers aus den Knien und aus den Hüften. Unter Rotation versteht man Drehbewegungen des Körpers, wieder entweder um eine vertikale Achse oder eine horizontale Achse. Bei der vertikalen Achse sind für uns Drehbewegungen um die Wirbelsäule relevant, also Drehungen nach rechts oder nach links. Bei Drehungen um eine horizontale Achse sind Lehnbewegungen aus dem Becken relevant, nach vor, zurück, zum linken Bein oder zum rechten Bein. Hier ein paar Beispiele der horizontalen Translation, also der Verschiebung der Wirbelsäule im horizontalen Raum. Ein paar Tipps. Versuche alle Lehn- und Drehbewegungen zu vermeiden. Das ist zum Beispiel beim ganzen Schritt gar nicht so leicht, aber es ist uns wichtig, am Anfang auf ein Detail zu konzentrieren, auf diese horizontale Verschiebung im Raum. Denke die Bewegung aus dem Zentrum her, aus der Mitte deines Körpers und lass den Rest folgen. Und letzter Tipp, achte auf eine kräftige, starke Atmung. Kommen wir zur nächsten Art der Translation, und zwar in der Vertikalen. Durch Strecken und Beugen meiner Knie und Hüften kann ich die Höhe meines Standes beeinflussen.
Eine Standardübung im Fitnessbereich ist die Kniebeuge. Also ich gehe hier nach unten und strecke. Wichtig dabei ist, mit den Fußsohlen bewussten Kontakt zum Boden zu halten. Geht so weit runter, wie das für euch angenehm ist und ihr das gut durchführen könnt. Fürs Fechten auch wichtig, das Ganze in einer Seitstellung zu machen. Hier nach unten und hoch. Und auch wenn ich die Ferse des hinteren Beines abgehoben habe, habe ich immer ein gutes Gefühl für den Boden. Und hier dasselbe auf der anderen Seite. Kommen wir als nächstes zu den Rotationen. Als erstes Rotationen um eine vertikale Achse, also um die Wirbelsäule. Als erste Übung eine Beckendrehung hier in einem neutralen Stand. Das Gewicht ist mittig zwischen den Beinen. Wir drehen nach links und nach rechts. Ein Tipp, hebt dabei die Ferse hoch und dreht über den Ballen. Das reduziert die Reibung am Boden und nimmt unnötigen Stress aus dem Knie. Als nächstes verlagern wir das Gewicht auf das rechte Bein und damit kommt auch die Drehachse übers rechte Bein. Wenn wir nun drehen, bewegt sich das linke Bein mit in sogenannten Drehschritten. Es sind Vierteldrehungen, halbe Drehungen oder auch ganze Drehungen möglich. Für den Kampf brauchen wir tendenziell eher die kleinen Drehungen. Fürs Üben ist es aber auch gut, mal größere Drehungen zu machen. Das Ganze natürlich auch auf dem linken Bein. Jetzt dreht das rechte Bein rechts oder links. Kommen wir zur zweiten Art der Rotation. Eine Drehung um eine horizontal im Becken gelegene Achse. Das sogenannte Lehnen. Wichtig ist, dass im Unterschied zum Beugen hier die Wirbelsäule gerade bleibt. Also die Wirbel verändern ihre Position zueinander nicht bzw. kaum. Wir können in vier Richtungen lehnen und orientieren uns an unseren Beinen. Wir können nach vor oder zurück lehnen, zum linken Bein oder zum rechten Bein. Diese Lehnbewegung kann in unterschiedlichen Schrittstellungen und auch mit Rotationen verbunden werden. Es folgen nun ein paar Kombinationen dieser Translation und Rotationsbewegungen in einfachen Schritten und Schrittmustern. Wir werden der Einfachheit halber nicht mehr die Begriffe Translation und Rotation verwenden, sondern durch folgende ersetzen. Bewegen und steigen für eine horizontale Translation. Anheben und absenken für die vertikale Translation. Drehen für eine Rotation um eine vertikale Achse, also um unsere Wirbelsäule. Lehnen für eine Rotation um eine horizontale Achse, also aus unserem Becken heraus. Beliebig mehr Kombinationen sind möglich. Im Rapier finden sich Schrittmuster mit eigenen Namen wie Inquartata und Passata, die Kombinationen dieser Steig-, Dreh-, Lehn- und Anheb-Absenkbewegungen sind. Wir wollen uns als nächstes eine Übung anschauen, bei der du selbst all diese Bewegungen frei nach deinem eigenen Ermessen kreativ kombinieren kannst.
Das war es mit unserem ersten Video zur Beinarbeit. Es hat euch grob einen Überblick gegeben, was alles möglich ist. Es hat euch ein paar Übungen an die Hand gegeben, wie ihr die Beinarbeit trainieren könnt. Wie geht es nun weiter? Was sind die nächsten Schritte? Was wir noch nicht besprochen haben, sind technische Details der Beinarbeit. Wann steige ich wie, warum? Wie passe ich mich an den Partner und an die Situation an? Da bieten sich so spielerische Beinarbeitsübungen mit dem Partner, die bieten sich an. Was wir auch noch nicht besprochen haben, ist, wie komme ich zu einer kraftvollen, schnellen, sicheren Beinarbeit? Was sind so die kleinen Details, die im Körper passieren, wo ich noch ein bisschen Energie und ein Tempo rausholen kann? Was auch noch offen ist, wie kombiniere und koordiniere ich meine Klingenbewegung mit meiner Beinarbeit, sodass es eine harmonische fechterische Bewegung wird. Schaut euch dazu weitere Videos von uns an.